Hey und hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Wir sind aus Figaro entkommen, denn Edgar hat ja die Burg angegriffen und wir sind hier zu dritt entkommen mit Edgar, Locke und Terra und ja, wir haben gesagt, wir müssen jetzt nach Südfigaro und es gibt da irgendwo eine Höhle, die uns dahin führt. Und schlau wie ich bin ich am Ende vom letzten Part so aus Versehen vom Chocobo abgestiegen. Und muss jetzt hier zu Fuß gehen, das heißt, ja okay, war jetzt nicht unbedingt ein weiter Weg, zum Glück. Ey. König Edgar, wohin führt euer Weg? Durch die Grotten wollen wir gen Osten nach Südfigaro reisen. Sodann geht es nordwärts zum Hauptquartier der Rückkehrer. Berichte dies, wenn du zur Burg zurückkehrst. Zu Befehl, mögen die Götter euch schützen. Ja, der hat einen Schokobo, ich nicht. Ja, doof, naja. So. Was gibt's denn hier? Kann ich da hinein? Nein, kann ich nicht, okay. Vita-Brunnen, okay. Ja, hier kann man sich heilen. Ganz umsonst. Ja, die Aufstellung passt eigentlich eh. Ansonsten kann ich euch nochmal die Statuswerte von Edgar kurz zeigen hier. Attacke ist sehr, sehr hoch. So, vor allem im Vergleich mit den anderen hier. Und die HP sind auch nicht schlecht. Ja, das ist doch... Das passt alles. So, kann ich da hinein auch? Nee. Weil da hinten ist ja so ein Eingang, der ist ein bisschen verdächtig, aber gut. Was gibt's denn hier für Viecher? Ach du Scheiße. Ja. Was diese komischen Fellviecher da mit diesem roten Ding darstellen sollen, ich habe keine Ahnung. Ich will es auch nicht unbedingt wissen, aber naja. So, zack, 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 zack. Boah, dieser Schaden ist einfach so. Vor allem verglichen mit den beiden anderen, macht diese Armbrust einfach so viel Damage. Wahnsinn! So, Terra steigt eine Stufe auf. Terra lernt Atoxi. Ja, das ist gut. Das ist ein Zauber, der gegen Gift, also der Gift heilt. Von einem Charakter von uns. Ja, ich stehle hier mal was. Wieso nicht? Ich habe bis jetzt irgendwie nur Potions gestohlen, ne? Also eigentlich gibt es da noch ein paar andere Dinge, die ein bisschen besser sind, aber na gut. So, hier, Potion natürlich. So. So, wir sind aber jetzt noch nicht in Südfigaro, ne? Okay. Ich dachte mir schon, so kurz ist die Höhle jetzt auch nicht. Hier ist nix, da unten ist eine Kiste. Das merke ich mir mal. Was ist hier? Hier ist auch eine Kiste, okay. Ein Ether. So. Jo, was sind das für Viecher? Aber die Namen sind ja auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, hier, wie heißen die? Epox, Pless und Demurok habe ich jetzt noch gelesen. Naja. Ja, ich hab's ja gesagt, ich werde wahrscheinlich total oft wegen dem Battle-Theme so mitsummen, mit singen, was auch immer. Was auch immer, so. Lock steigt eine Stufe auf. So, wie komme ich jetzt zu der Kiste da unten? Einfach hier. Nee, okay. Ist dann doch ein bisschen schwerer. Ach, diese Höhlenmusik ist auch voll schön. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Höhlenmusik gehört, die... Ja, die schön ist. Also, es ist echt... Das schafft nur dieses Spiel. So, zack, 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 alle tot. Also, ohne Witz, diese Auto-Armbrust, die macht alles 10.000 Mal leichter.
Ah, okay, jetzt komme ich zu der Kiste. Was ist hier? Eine Phönixfeder. Okay, hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, ich habe jetzt noch eine Treppe, aber rechts ist, glaube ich, auch noch irgendwas. Muss ich mal gucken. Was ist denn hier? Noch eine Kiste, ja schön. Noch ein Ether, okay. Nicht schlecht. So, habe ich von denen schon was gestohlen? Ich glaube nicht. Potion, ja, okay. Vielleicht irgendwas anderes irgendwann noch. Ich meine, ich will da nichts sagen, aber... Langsam wird's... Langsam fällt's ein bisschen auf. So, Terra ist jetzt nochmal aufgestiegen. Welche Stufe ist es jetzt? 7, okay. Ja, man sieht da auch die Klassen. Also bei Terra Magitech-Ritterin, bei Lok Abenteurer und Edgar Technicus. Also das sind jetzt nicht unbedingt die Klassen, aber halt, ja, so Titel. Glaube ich, kann man es nennen. So, von da bin ich hier nach unten gekommen, oder? Ja. Genau so war das. So, Potion, was auch sonst, Alter, was ist das? Als ob ich hier wirklich nur noch Potions kriege. Ich meine, normalerweise hätte ich schon mindestens ein paar Gegengifter kriegen sollen oder... Weiß nicht. Kann ich High Potions auch stehlen von so normalen Gegnern? Wisst ihr was? Ist egal. Habe ich halt irgendwann dann 50 Potions. Ist auch nicht schlimm. Ich meine, wie viel habe ich jetzt? Potion 12. Also an der Heilung mangelt es mir im Moment nicht. Das heißt, ich... Ja, ich sollte mich eigentlich drüber freuen. Zack, 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 zack. Aua. Tschüss. So, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich glaube, es kommt dann gleich ein Bosskampf. Oder nee, ich glaube, ich verwechsel da gerade was. Oder? Kommt doch ein Bosskampf? Nee, hier ist der Ausgang, okay. Okay, ist hier was? Ja, Gegner. Bellmutter, ach du Scheiße. Was gibt's denn nur mir Schönes, falls du jetzt nicht stirbst? Okay. Wow, okay. Selbst so ein fetter Koloss-Gegner hier gibt mir nur Potions. Naja, gut. Oh, die Musik. So, hier ist nichts, okay. Jo. Hier ist dann Südfigaro. Aber hier oben ist auch noch was. Das sieht man auf der Karte. Da rechts unten die Karte. Da sind so... Die weißen Punkte sind halt die ganzen Orte, wo ich... Ja, die ganzen Orte, die ich betreten kann. So. Und hier ist noch ein kleines Häuschen. Die Musik. Was ist denn hier los? Nanu, dieser Geruch. Das Tee-Service, welches er so liebte. Okay, hier kann ich mich heilen. Diese Blumen, die mochte er immer am liebsten. Sonst ist hier vielleicht noch was, ein Potion, okay. Dies ist sein Lieblingstee. Ja, Edgar, kommt das hier alles ein bisschen bekannt vor. Aber mehr gibt's dann hier wohl auch nicht. Oder doch? Ob Sabin hier war?
Ja, okay. Er hat's schon ausgesprochen. Sein Bruder Sabin war, ja, angeblich oder anscheinend hier. Und auf einmal ist hier so ein alter Mann. Guter Mann. Wisst ihr, wo ich den finde, der hier wohnt? Gewiss, doch, gewiss. Vor einigen Tagen brach er auf in die Berge, kurz nach Meister Duncans Tod. Der arme Meister ward ermordet. Auch Duncans Sohn Vargas gilt als vermisst. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Wo gehst du jetzt hin? Der alte Mann verpisst sich einfach, okay. Ja gut, der Meister von Sabin wurde ermordet und ja, irgendwas mit seinem Sohn auch noch. Das habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt, tut mir leid. Nichts gestohlen, okay. Zack, zack, zack. Vielleicht gibt mir ja der hier noch was. Aua. Buckler gestohlen, das ist... Ist das nicht ein Ausrüstungsgegenstand? Oder irgendwie sowas? Oder eine Waffe? Ich weiß es nicht. Buckler ist... ist ein Schild, okay. Kann ich dem jemanden geben? Ja, er hat kein Schild. Dann... Bitteschön. So, hier oben ist auch noch was. Etwas, was auf der Karte nicht markiert ist. Ja, wisst ihr was? Ich flüchte jetzt einfach erstmal, weil ich bin ja eigentlich schon da, aber diese ganzen Gegner hier halten mich dann doch die ganze Zeit auf. Kolzberge. Okay, hier sollen wir auf jeden Fall noch nicht hin, das weiß ich. Denn wir sollen ja nach Südfigaro. So. Da wären wir. Ey. Ey du, hallo. Hallo, okay. Der ignoriert mich, der gute Mann. Willkommen in Südfigaro. Die Händler dieser Stadt bieten feinste Waffen, Rüstungen und Accessoires feil. Schaut euch um. Ja, das werde ich auf jeden Fall noch tun. Wagt ihr euch tief in die Kolzberge, so werdet ihr bis zu den Ausläufern des Säbelgebirges gelangen. Okay. So, hier sind doch Items. Augentropfen. Gegengift. Und irgendwie leckt das Spiel gerade ein bisschen. Also vom Spiel aus, nicht von mir aus. Also vom PC aus. Sondern das ist halt so, wie es auf dem normalen GBA auch sein würde. Was ein bisschen komisch ist. So, hier gibt es Chocobos, die man sich ausleihen kann. Muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Wer ist schon blöd genug, sich mit dem Imperium anzulegen? Naja, wir. Gelbkirsche, okay. Da weiß ich gerade selber nicht, was das bewirkt. Heilt Kobold, okay. Okay. Ja. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier in den ganzen Häusern. Ein sehr, sehr stattliches Haus. Steht wirklich ein Krieg bevor? Dann sollte ich vielleicht besser in meine Heimat zurückkehren. Ja, das solltest du auf jeden Fall tun. Ich meine, stellt euch mal vor, wirklich jetzt hier in Europa, Deutschland, Österreich, bla bla bla, bricht ein Krieg aus. Das wäre... Also ich weiß nicht, wenn ich abhauen könnte, würde ich es natürlich tun, wahrscheinlich. Aber ich kann es halt nicht. Und an der Front wäre ich sowieso komplett. Wäre ich sowieso komplett für den Arsch. Naja. Kavumtok, Kavumtok. Yippie, Magitek Mechs, Kanonenfeuer. Mein Papa ist ganz wichtig, Und darum kommen hier auch nur ganz wichtige Leute hin, wie Leo zum. Ich habe nichts gesagt. Gar nichts. Ja. So, hier gibt's sonst nichts, oder? Nee. Absolut nichts. Und in dem Zimmer kann man sich da nicht ausruhen. Im Osten der Stadt. Kritzel, Kritzel. Schwach, Kritzel. Und daher wäre es klug, von dort an zu... Hey, was fällt euch ein? Ihr könnt doch nicht einfach so reinspazieren.
Ich schreibe einen wichtigen Brief. Ich habe Geschäftliches zu erledigen, bitte lasst mich in Ruhe. Von irgendwoher zieht es in diesem Zimmer wie Hechtsuppe. Diese Kälte ist unerträglich, würde ich die Öffnung nur finden. Stimmt, da gab es ja auch was. Wo war hier diese Öffnung? Das war hier, glaube ich. Genau. Hier ist ein geheimer Gang. Moment. Scheiße, hier sollen wir auch noch nicht hin. Oder? Nee. Oder? Ja, ich kann immer gucken. Also wir müssen hier später hin, aber ich weiß nicht, ob es hier jetzt schon was gibt. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, dieser Ort wird später noch ganz, ganz wichtig. Vor allem für mich ist er ganz, ganz wichtig. Sag nur ein Stichwort für die, die das Spiel kennen. Lieblingscharakter. Ja. Okay, was gibt's denn hier? Hier ist eine Kiste. Komme ich da hin? Also komme ich hier irgendwie durch, genau. 500 Gil, okay. Und hier ist noch 1000 Gil, okay. Auch nicht schlecht. Eine Uhr aus Großmutters Zeiten, die jedoch anstandslos läuft. Okay. Yo, wie viele Kisten sind hier eigentlich? 1500 Gil. Leer. Weißt du, man erwartet dann so 2000 und dann nichts. Eine betagte Uhr, deren Zeiger stillsteht, okay. Ja, sonst gibt es hier anscheinend nichts. Dann gehe ich wieder nach oben. So. Ja, an sich würde ich jetzt sagen, den Rest dieses schönen kleines... Was? Den Rest dieses schönen kleinen Städtchens schauen wir uns beim nächsten Mal an. Jetzt sind wir mal... Ja, haben uns mal den Weg dahin... Also, ach Gott. Jetzt haben wir mal den Weg hierhin zurückgelegt in diesem Part und ein bisschen reingeschaut und ja. Das nächste Mal gucken wir uns ein bisschen mehr um und mal schauen, wie es dann weitergeht. Ja, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.